So Leute, willkommen zurück zu Let's Play FIFA 19. Und ihr seht schon, Bakalorz fällt 3 Wochen aus wegen Oberschenkelverletzung. Er hat sich nämlich im letzten Spiel gegen den RB Leipzig verletzt. Und heute müssen wir gegen den ersten FC Nürnberg ran. Ja, dieses Spiel ging, muss ich mal kurz nachgucken. Ja, irgendwo habe ich es hier aufgeschrieben. Genau. Dieses Spiel ging 2-0 für den ersten FC Nürnberg aus. Und ja, wir wollen natürlich gucken, ob wir es besser können. Und ich werde mal gucken, wen wir als Ersatz für Bakalorz am besten nehmen. Oder ihr könnt es auch in die Kommentare schreiben, welcher Spieler der bessere Ersatz ist. So, während ich das hier jetzt mache, ich bin ja so fair und spiele die Vereinshymne vom ersten FC Nürnberg ab. Bis gleich. Na dann, auf geht's. Kein schönes Wetter heute, liebe Zuschauer. In Max Morlock Stadion. Trotzdem, Wolf Fuß und Frank Buschmann. Buschi, welche Auswirkungen hat der Regen aufs Spiel? Ja, der Ball wird auf dem Rasen natürlich unglaublich schnell. Das könnte hier und da zu Problemen führen. Heute heißt es Nürnberg gegen Hannover 96.
Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen wir einen kurzen Blick drauf. Sie treten hier heute in einem 4-5-1 an, setzen also mutmaßlich vor allem auf ihr Mittelfeld. Darüber wollen sie Dominanz ausstrahlen. Ist nicht leicht, gegen so eine Mannschaft zu spielen, denn die haben offensiv natürlich viele Optionen. Welchen Eindruck macht die Auswärtsmannschaft auf dich, Buschi? Klasse Beginn dieser Saison für sie. Bisher übererfüllen sie die Erwartung. Und die Fans hätten sicher überhaupt nichts dagegen, wenn sie so weiterspielen. Und so gehen es die Hannoveraner an. Bei ihnen sehen wir heute ein 4-3-3 mit falscher 9. Ne? Entsprechend offensiv dürfte es hier gleich zugehen. Und hinten soll dann die Viererkette natürlich absichern. Ja, aber es wird schon ziemlich schwierig anzugreifen, weil 4-5-1, das ist nicht einfach zu knacken. Es ist möglich, das zu knacken. Wir hatten das, wenn ich mich nicht irre, hatten wir das im Vorbereitungsturnier gehabt. Und da habe ich einfach nur auf einen Fehler gewartet. Ich will heute natürlich zeigen, dass man besser spielen kann als beim Remis im Auswärtsspiel, als es gegen RB Leipzig ging. Sie wollten natürlich mehr als das 2-2. Ich vermute aber, heute wird es in eine ähnliche Richtung gehen. Na, gucken wir mal. Der Schiedsrichter. Los geht's. Bebu. Und da ist der Ball wieder weg. Jetzt kann er flanken. Da, der gut verteidigt. Ja, die machen gleich schon von Anfang an Druck. Valentini. Ostrolek. Wimmer. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Geht er rein? Schwacher Abschluss, überhaupt nicht gefährlich. Wimmer. Schöne Aktion. Guter Steilpass. Und er schießt. Und da ist es 1-0 für Nürnberg. Gut los hier. Das wird interessant. Fast. Jetzt können Sie klären, hätte sonst gefährlich. Super Möglichkeit von Asano. Das ist das Gute an heutigen Stadien und an heutigen Rasen. Ein bisschen Regen macht dem Platz nichts aus, trotzdem angenehm ist anders, vor allem für die Spieler. Aber Wolf, da reichen. So, ich weiß nicht, was da jetzt gewesen ist. Ja, eben erst begonnen. Na, da war wohl hinten ein Foul. Weg ist der Ball. Er ist da und kann den Ball hier klären. Jetzt der Schuss. Oh, wie hat er den denn gehalten? Fragen wir uns alle, Wolf. Das war doch eigentlich ein sicheres Tor. Der Ball ist im Aus, es gibt Ecke. Na, der war direkt auf den Torhüter geschossen. Da kommt die Ecke. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Gibt Einwurf, der Kopfball geht ins Seitenaus. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe.
Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Da ist die Flanke. Aber da steht kein Mitspieler für diese Hereingabe. Ducouré, Leibold. Tolles Zuspiel. Und jetzt ist der Ball, da kommt der Schuss. Pfosten, aber es geht weiter. Da kommt der Schuss. Ich habe gesagt, wir machen richtig Druck. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Jetzt schießt er. Er geht nicht rein, aber trotzdem guter Schuss. Abgepfiffen, es gibt den Freistoß. Guter Ball nach draußen. Kann er weit Anwurf Hannover. Wenn ja, dann könnte es gefährlich werden. Gut aufgepasst und abgefangen. Das wird nochmal Einwurf geben. Einwurf zum Gegner, das war unkonzentriert. Jetzt haben sie den Ball. Klasse Zuspiel. Der Angriff erstmal wieder vorbei. Ball draußen. Es gibt Einwurf. Pereira. Ducouré. Sally. Könnte eine Gelegenheit werden. Oh, Pereira. Toll, wir haben wieder einen verletzten Spieler. Jetzt holt er sich den Ball. Ganz klar, da muss er Freistoß bleiben. Für das Foulspiel sieht er noch keine Karte, was sagst du? Ich denke, das geht in Ordnung. Wild mit Karten um sich werfen ist ja auch keine Lösung. Der Schied, er versucht's. Und den Ball hält der Torhüter fest. Wallace. Ostrolek. Füllkrug. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht könnte der Ausgleich sein. Oh, schade! Mann, das gibt's nicht. Es so eine perfekte Ecke. Chance. Eine gute Gelegenheit. Ich hatte gedacht, dann geht der Torwart noch hin. Der Ball kommt rein. Da können Sie erst mal klären. Das müsste noch eine Ecke geben. So, Ecke kommt. Gefahr erstmal bereinigt. Und noch eine Ecke. Und noch ein Eckstoß. Da kommt die Ecke. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Anwurf Hannover. Kurze Unterbrechung. Der Ball ist im Seitenaus. Wallace. Tolles Zuspiel. Und da ist das Ausgleichstor. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer. Das ist eine richtig interessante Partie. Schön zwei lange Pässe und dann Bebu mit rechts rein. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1-1. Ducouré. Sally. Jetzt könnte es gefährlich werden. Fairer Einsatz hier. Bebu. Einwurf. Sorg. Wallace.
Füllkrug. Leibold. Sally. Füllkrug. Guter Pass. Da kommt der Pass. Oh. Der Ball geht ins Tor aus, aber er hat den Pfosten noch berührt. Hier sehen wir die nächste Paarung in der Bundesliga. Eingeblendet für den ersten. Ja, Nürnberg muss gegen Dortmund. Dann geht es auswärts gegen die Borussia aus Dortmund. Und das werden wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Sally, auf außen ist Platz. Da ist jetzt Platz. Gute Aktion. Er zieht ab. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Sally. Da haben sie jetzt Platz. Weg ist der Ball. Ja, schwacher Ball hier. Jetzt die Flanke. Da ist die Flanke. Und da ist es 2-1. Riesenjubel. Gibt erstmal Sicherheit. Das gibt Selbstvertrauen. Unglaublich. Lindenmania. 2-1, hier ist noch alles drin. Ducouré. Ranocchia. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Hereingabe. Jetzt der Oh! Der Pass. Da konnte ich nichts. Ja, das ging jetzt schnell. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Everton. Sie müssen schneller spielen, dann könnten Sie die Defensive überraschen. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Tolles Zuspiel. Klasse gespielt, guter Steilpass. Jetzt schießt er! Das ist natürlich ärgerlich. Wäre hier eine gute Chance gewesen. Da muss er flanken. Ja, das sieht gut aus. Da kann der Abwehrspieler klären. Gut gemacht. Wallace. So, 4 Minuten Nachspielzeit. Jetzt wird's gefährlich. Auf außen ist jetzt Platz. Und das ist der Ballverlust. Ja, Halbzeit. Gut drauf. Jeweils 2 Treffer in der ersten Hälfte, kann sich sehen lassen.
Er macht heute bislang eine gute Partie, finde ich. Wie siehst du es? Guter Auftritt, würde ich sagen. Ein Tor gemacht, einmal war es ganz knapp. Ich glaube... Ja, es war ganz gut. Ja, auswechseln tun wir mal. Es kommt Sarensen Basee rein. Jetzt rollt der Ball wieder bei keinen schönen Bedingungen. Es regnet nach wie vor. Da wäre jetzt Platz. Wallace. Sorg. Bebu. Wallace. Ranocchia. Ja, guter Pass. Steil gespielt. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Leibold. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Das wird nochmal Einwurf geben. Ducouré. Jetzt die Flanke. Die kann er natürlich ganz locker halten. Da war bei weitem nicht genug Druck hinter diesem Ball. Das macht er gut. Da kommt der Pass. Da kommt die Flanke. Gut aufgepasst. So wird das hier nicht gefährlich. Ducouré. Valentini. Keeper geht gut zum Ball, forstet ihn weg. Und eine gute Parade. Den Ball hat er. Und hier ist ein Zweikampf. Freistoß Hannover. Berechtigter Freistoß hier. Und Auswechslung bei Nürnberg. Da macht sich ein neuer Mann bereit. Der Wechsel jetzt also bei den Nürnbergern. Genau. Neue Impulse sollen jetzt her von der Bank. Er wird den Ball reinbringen. Und was können sie daraus machen? Das hätte ich eigentlich ja, anders geplant, aber... Er ist im Moment richtig gut drauf. Ja, kein Wunder, Wolf, nach den letzten Leistungen. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Schönes Zuspiel. Da passt er auf und hat den Ball. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Klasse Tackling. Sorg. Da haben sie jetzt Platz. Jetzt die Gelegenheit. Das war knapp. Und wir wechseln auch aus. Da macht sich ein neuer Mann bereit, der Wechsel jetzt also bei den Nürnbergern. Und schauen wir mal, wie sich diese Umstellung auf dem Rasen auswirkt. Ducouré, Valentini. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Da trennt er ihn vom Ball. Spielt er den Ball in den Strafraum. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Der Schiri gibt Vorteil und da gibt er Freistoß.
Da macht sich ein neuer Mann bereit, der na, noch nicht. Also bei den Nürnbergern. Wir machen noch nicht den dritten Wechsel. Interessant zu sehen sein, wie gut der neue Mann mit dieser Rolle zurechtkommt. Super Aktion, gut geklärt. Guter Pass. Steil gespielt, gute Idee. Schwache Aktion, Ballverlust. Keine Anspielstation. Wir können nichts aus der Flanke machen. Einwurf. Wallace. Jetzt wird's gefährlich. Gut geklärt, das war wichtig. Bebu. Da muss er flanken. Jetzt die Flanke. Gut aufgepasst und gut verteidigt. Fängt diesen Ball ab. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. So, jetzt kommt die Auswechslung. Pirmin Schäker kommt rein. Bebu geht raus. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Und da ist der Ball wieder weg. Ducouré. Es gibt Einwurf, der Ball ist im Aus. Wallace. So langsam wird's wettertechnisch besser hier, Buschi. Der Regen lässt nach. Ja, und das kommt den Spielern natürlich entgegen. Auch wenn man wirklich sagen muss, dass dem Rasen der Regen scheinbar gar nicht so viel ausgemacht hat. Da verlieren sie den Ball. Die Chance! Phänomenal! Ohne Worte! Was für ein Fehler! Was für ein Fehler von Nürnberg. Dann lassen sie ihn freistehen. Ihn lassen sie frei laufen und war noch nicht mal eine Abseitsfalle. Und dann macht die Auswechslung Pirmin-Schwäger den Ball ins Tor. Konzept im Moment richtig gut um. Pirmin Schäker, erstes Saisontor. Der neue Spielstand lautet hier also 3:2. Ducouré, Everton, Pereira. So, jetzt aufpassen. Er spielt den Pass zurück. Chance vertan, die Kugel ist weg. Jetzt ist er durch. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Entschlossen geklärt. Wallace. Pirmin Schwegler. Jetzt könnte er flanken. Ganz wichtig, da muss er hin. Gute Aktion, Ball raus. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Dann zieht er ab. Boy, was für ein schöner Schuss von Basé. Kubo. Sorg. Das frühe Pressing jetzt. Das sah gut aus bis hierhin. Oh, mit der Aktion holt er sich nur gelb ab. Richtig entschieden, es gibt die gelbe Karte. Und jetzt kann er natürlich nicht mehr so in die Zweikämpfe gehen. So, er wird den Ball reinbringen und was kann er? Schicke Sachen sind Basé nach vorne. Ein toller Pass. Er zieht ab.
Zu unkontrolliert abgeschlossen. Die Kugel geht ja, ich schicke immer bei Ecken oder bei Freistößen für den Gegner. Schicke ich immer ein Spiel nach vorne, falls wir kontern können. Und jetzt der Ball im Aus, da stand er zu sehr unter Druck. Ducouré. Die Fans geben nicht auf, sie geben nach wie vor alles. Aber jetzt muss der Funke natürlich auch auf die Mannschaft überspringen. Die muss jetzt nochmal kommen. Das Spiel liegt. Guter Pass. Und jetzt die Chance. Lasagna. Und da ist das Tor. Das müsste jetzt auch die Entscheidung sein. Und genau wegen sowas habe ich Kevin Lasagna geholt. Weil der kann sich so wunderbar da selbst durchsetzen. Danke an die Regie dafür. Genau aus diesem Grund habe ich diesen Spieler geholt. Steht's damit. Hier ist einiges los. Ducouré. Ranocchia. Schöne Aktion. Sie kommen über den Flügel. Da kommt die Flanke. Und das Tor. Das ist Niklas Füllkrug. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Kubo. Sehr gut aufgepasst. Füllkrug. Leibold. Gibt es jetzt die Gelegenheit? Hereingabe jetzt. Wenn so ein Volley reingeht, so, 3 Minuten Nachspielzeit. Wenn dann so ein Ding dabei rumkommt, dann ist es eher frustrierend. Ostrolenk. Everton. Ranocchia. Und das ist der Ballverlust. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Behrens. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Und Ende. Der Schiedsrichter. Wir gewinnen mit 5 zu 2. So haben sie sich das vorgestellt. Sie gehen heute als Sieger vom Platz. Verdient sich. Ich glaube, er war heute einer der besten Spieler seiner Mannschaft. Wie siehst du das? Ja, er hätte ja auch den Haaren einen Doppelpack erzielt. Aber das eine war das Aluminium im Weg. Schade, aber es hat ja für den ja, wunderschön. Sehen wir uns die Tore nochmal an. Jetzt die Flanke. Da ist die Flanke. Der Führungstreffer in dieser Partie. Riesenjubel, das gibt erstmal Sicherheit, das gibt Selbstvertrauen. Hier nochmal das Ausgleichstor.
Denn Schwegler mit seinem Tor. Da verlieren sie den Ball. Die Chance! Phänomenal! Ohne Worte! Er ist erst seit einem Mann und schon macht er die Kohle. Da hat sich der Wechsel gelohnt. Es gibt nichts Schönes auf der Bella 96. Asano. Und jetzt die Chance. Lasagna! Der Ball ist drin! Und noch eins. Sie sind hier klar besser und belohnt sich in diesem Tor. Und dennoch Niklas Füllkrug mit seinem Tor. Sehr guter Schuss, gut platziert und nichts zu halten in dieser Szene. Ganz stark gemacht von ihm. Der Ball in meinen Augen. Ja, sehr schön. Gucken wir noch, wer Spieler des Tages ist. Das ist Asano. Naja, hat ja auch ein richtig gutes Spiel gemacht. Hat sich immer richtig gut durchgekämpft, versucht Flanken reinzubringen und ja. Als nächstes steht die Partie gegen Hoffenheim an. Besser beschwert sich. Maravicchia und Fanapa. Sanogo, der war eingewechselt. Gegen Enke. Maravicchia gegen Enke. Trochowski gegen Enke. Fantastisch. Die Leistung der 96. Gut, dann werden wir mal gucken, wo es SA kann. Also jetzt hier in FIFA. Und wir sind im Moment auf Tabellenplatz 2. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Spiel gefallen. Wenn ja, dann lasst mir ein Like, einen Kommentar unten da und abonniert den Kanal, um kein Spiel mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder zu Let's Play FIFA 19 mit dem Spiel gegen Hoffenheim. Bis dann.